Genau, wie gesagt, wir machen drei Sessions und dazwischen zwei Pausen. Wird wahrscheinlich ein bisschen über die 2 Stunden gehen, die ihr normalerweise gewohnt seid. Aber ich hoffe mal, ihr habt da ein bisschen Geduld mit mir. Aber ich denke, dass die Pausen auf jeden Fall wichtig sind, weil es ist schon sehr viel Stoff, was wir heute Abend machen, ja? Und von daher, ihr habt die Handouts bekommen. Ich hoffe mal, ihr könnt das selten auch lesen, ohne Licht. Genau, ich würde euch empfehlen, mitzuschreiben. Das Ganze ist so ein bisschen in Form von einem Lückentext aufgebaut, zumindest mal die ersten beiden Seiten. Und ihr bekommt aber auch hinterher dann die Unterlagen nochmal komplett ausgefüllt als PDF zugeschickt, beziehungsweise das habt ihr schon. Das heißt, ihr könnt das dann halt zu Hause nochmal nachvollziehen und ich hoffe mal, dass euch das helfen wird. Was ihr haben solltet, das ist einmal die Seite hier. Genau, und das ist auch so das Tafelbild, was dann die Dana hier mitschreiben wird. Genau, der erste Block, den wir machen, wir gehen erstmal auf den Titel von dem Projekt ein, ja, das Kreuz in der Tora. Was heißt das? Weil der Titel erklärt sich ja nicht von selber. Wir gehen auf die beiden Worte ein, die an sich da wirklich Bedeutung haben, das Kreuz und die Tora. Zuerst auf die Tora. Wir reden darüber, was ist die Tora, für wen ist die Tora wichtig. Danach gehen wir zum Kreuz. Das ist ja das erste Wort in dem Titel, das Kreuz in der Tora. Und da gehen wir ganz kurz auf das Evangelium ein. Ja, das ist an sich für euch wahrscheinlich nur Wiederholung, weil ihr alles Evangelium in- und auswendig kennt. Aber ich finde, es ist immer mal wichtig, sowas zu wiederholen. Und genau, das, was ich vorstelle, ist mein Ansatz, um das Ganze kurz und prägnant mit den Leuten auf der Straße zu teilen. Danach könnt ihr das Blatt einmal 90 Grad drehen und dann geht das weiter mit das Kreuz in Genesis 22. Das solltet ihr ja gelesen haben, hoffentlich, als Hausaufgabe, weil wir lesen das heute Abend nicht mehr. Für dich, Johannes, ist es aber auch kein Problem, dass die Geschichte bekommst du auch durch das Projekt so mit. Wäre aber trotzdem gut, wenn du das nochmal zu Hause nachliest. Dann kommt eine kurze Einleitung zu dem Projekt. Was das Projekt eigentlich ausmacht. Ich erkläre das Schattenprinzip und dann machen wir eine kurze Pause, ja? 10 Minuten. Ich hoffe mal, das reicht für alle, um was zu trinken zu bekommen, vielleicht auf Toilette zu gehen. Und dann steigen wir ein in das Kreuz in Genesis 22. Und genau, das sind 7 Aspekte, die wir uns da anschauen, wie diese Geschichte bereits das Kreuz voraussagt. Und genau, wir werden die alle durchgehen. Und der 7. Aspekt, ihr seht schon da unten, der Aspekt, der ist irgendwie so ein bisschen speziell. Ja? Alle 6 Aspekte bis dahin haben einen durchgehenden Kasten, der da unten, der ist so gestrichelt. Das heißt, über den Aspekt Nummer 7 werden wir uns ein bisschen näher unterhalten. Wir machen dann eine kurze Pause. Und dann kommen wir zum letzten Teil, wo wir dann eben diesen letzten Aspekt ein bisschen näher betrachten. Und dann kommt das Dessert. Wie das Ganze eben hilfreich sein kann, um das Ganze mit Muslimen zu teilen. Von daher, das eigentlich Wichtige kommt zum Schluss. Aber es macht für mich keinen Sinn, das jetzt hier am Anfang zu sagen, weil die ganze Grundlage dafür fehlt. Ich hoffe, dass ihr da Geduld mit mir habt. Genau. Steigen wir ein. So, ihr seht schon am Tafelbild, okay, das Thema heißt das Kreuz in der Tora. Wir fangen an mit dem zweiten Wort der Tora. Das ist ein Wort, was vielen Menschen, auch vielen Christen, nicht so geläufig ist. Deswegen reden wir da mal ein bisschen drüber. Die Tora ist, das sind die ersten 5 Bücher Mose. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Die haben 5 Titel. Das ist Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri und Deuteronomium. Letzter Titel. Es ist ein bisschen speziell, da müsste ich auch nochmal nachschauen. Das kann ich auch gerade hier machen. Ja, es ist auf Englisch, Deuteronomy, ja, aber auf Deutsch heißt es, hat es einen längeren Namen. Genau, die Tora, was an der Tora interessant ist, dass die Tora für alle 3 großen monotheistischen Religionen wichtig ist. Das heißt, sowohl für das Judentum, fürs Christentum und für den Islam. Das kannst du dann schon mal eintragen, die ersten 3 Felder, also Judentum, Christentum, In Islam. schwarz oder grün? Das überlasse ich dir. Genau, Judentum, ganz klar, weil Mose war von seiner Herkunft ein Jude.
ein Hebräer. Und er gilt im Judentum als ein Prophet, als mit der wichtigste Prophet. Wenn sich nichts geändert haben sollte, ist es so, dass in den Synagogen wird einmal im Jahr komplett durch die Tora durchgelesen. Das heißt, durch alle 5 Bücher Mose, die fangen im Januar an und lesen einmal komplett durch die Tora. Dementsprechend ist die Tora wichtig für Juden. Für uns Christen auch, aus dem ganz einfachen Grund, weil wir die jüdischen Schriften, also die jüdische Bibel, die Tanakh, komplett übernommen haben in unsere Bibel. Und das bildet bei uns das Alte Testament. Ja, und dann alles, was kommt mit Jesus, sprich sein Leben, sein Dienst, sein Leiden am Kreuz, sein Tod, sein Begräbnis, die Auferstehung und dann Himmelfahrt, das ist das, was dann hinterher das Neue Testament einleitet und auch den Neuen Bund. Dementsprechend, da es auch zu unserer Bibel gehört, ist für uns die Tora ein wichtiges Dokument. Und es ist durchaus auch mal interessant, da reinzuschauen, wie hoffentlich heute Abend das Ganze ein bisschen verdeutlichen wird. Genau, jetzt kommt es zum Islam. Und beim Islam wird es ein bisschen interessanter. Ja? Wir sehen beim Islam, gehen so 2 Boxen weg. Und im Islam ist es so, dass der Koran, das ist ja das Buch der Muslime, und dieses Buch ist für die Muslime das Wort Gottes, für die ist das wichtig. Und der Koran bestätigt gewisse Dinge. Das ist die linke Box und der Koran verneint gewisse Dinge. So, das kannst du gerne mitschreiben, Dana. Der Koran bestätigt zum einen erstmal die Inspiration, die Präservation und die Autorität von der Tora und von dem Evangelium. Inspiration ist euch wahrscheinlich ein Begriff. Das ist einfach der Gedankengang, dass die Tora ein von Gott inspiriertes Wort ist und dass es somit göttlicher Natur hat. Präservation heißt, dass die Tora und das Evangelium erhalten sind. Präservation, Konservation, wie auch immer man das nennen mag, die Tora und das Evangelium ist erhalten. Das ist natürlich der Aspekt, der immer wieder interessant ist, mit Muslimen zu erkennen. Wenn man mit Muslimen über das Evangelium spricht oder über das Alte Testament, dann werden die sehr wahrscheinlich sofort sagen, ihr habt die Bibel nicht, die Tora und das Evangelium ist verfälscht worden. Ist das schon jemandem von euch passiert? Also ein paar Leute nicken hier, genau. Das ist interessant dahingehend, weil der Koran was anderes sagt. Ja? Ich habe euch den Anhang Nummer 2, das ist diese Seite hier, habe ich euch ein paar Auszüge aus dem Koran dabei gefügt. Und ich merke mir das ganz einfach für das Gespräch auf der Straße mit Muslimen. Wenn mir ein Muslim sagt, hier die Tora und das Evangelium ist verfälscht worden, dann sage ich einfach nur, hast du deinen Koran gelesen? Lies mal Sura 3, Sura 5, Sura 7, Sura 10, Sura 18. 3, 5, 7, 10, 18. Und was diese Suren aussagen, das seht ihr auf dieser Seite hier. Wir werden da nicht im Detail drauf eingehen. Könnt ihr zu Hause machen. Interessant ist einfach nur unterm Strich, was ich eben gesagt habe, dass der Koran wiederholt die Inspiration, die Erhaltung und die Autorität von der Tora und dem Evangelium bis hin zu Lebzeiten von dem Mohammed, also dem Propheten vom Islam, sprich im 7. Jahrhundert nach Christus, bestätigt. Ja, würde ich euch bitten, eigentlich bei allem, was ich heute Abend sage, prüft das nach. Nicht einfach nur blind glauben. Sonst könnt ihr einfach nur sagen, ja, ich habe da mal gehört. Sondern wenn ihr das lest, diese Stellen aus dem Koran, werdet ihr sehen, dass der Koran genau das bestätigt. Das heißt, die Inspiration, die Präservation und die Autorität von der Tora und dem Evangelium. Und das ist auch der Grund, warum dieses Projekt eben für Muslime, wie ich finde, geeignet ist, weil man sagen kann, okay, wir bauen auf einer gemeinsamen Basis auf. Ich kann sagen, hier, Muslim, deine Tora, dein Koran sagt dir, dass die Tora inspiriert ist von Gott. Und der Koran sagt, zum 7. Jahrhundert von Christus gab es die Tora noch. Wir haben Kopien von der Tora und vom Evangelium von vor den Lebzeiten von Mohammed und wir haben die Tora heute noch. Wir können das vergleichen und wir wissen, dass es keinen Unterschied gibt. Und dementsprechend kann man sagen, okay, lass uns in die Tora reinschauen und lass uns mal sehen, wie wir gleich sehen werden, wie bereits das Leiden von Jesus und das Leben von Jesus bereits in der Tora angekündigt worden ist. Genau.
So viel dazu. Das ist das, was der Koran bestätigt. Jetzt kommen wir zu dem, was der Koran verneint. Das ist die zweite Box rechts daneben. Das ist wahrscheinlich das, was euch schon geläufig ist, dass der Koran gewisse Dinge verneint. Und zwar zum einen die Gottheit Jesu, dass Jesus Gottes Sohn war, die Kreuzigung und auch die Auferstehung Jesus. Genau, das ist das, was der Koran verneint. Die Koranstellen, die man dazu anführen kann, für den Koran, dass er die Gottheit von Jesus verneint, das ist Sure 4, Vers 171, Sure 5, Vers 17, Sure 5, Vers 72, Sure 17, Vers 111 und die gesamte Sure 112. Also wir sehen, das ist ein sehr dominantes Thema im Koran. Ja? So viele Stellen im Koran sprechen davon, dass Jesus nicht Gottes Sohn ist oder dass Gott keinen Sohn hat. Okay. Genau, die Gottheit Jesu verneint der Koran. Die Kreuzigung, da gibt es einen Vers im Koran, die Sure 4, Vers 156 bis 157. Da steht genau das drin, dass wir geglaubt haben oder dass wir glauben, dass Jesus gestorben ist, dass er gekreuzigt worden ist, aber es ist in Wirklichkeit nicht passiert. Ja. Der Koran stellt sich damit gegen die komplette Bibel, das heißt gegen alle vier Autoren von den Evangelien, gegen Paulus, gegen das gesamte Neue Testament und auch gegen das, was wir aus der Geschichte von säkulären Autoren kennen, ja, zum Beispiel von Josephus oder Tacitus. Die haben auch darüber berichtet, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Genau, aber der Koran sagt, nee, Jesus ist nicht gekreuzigt worden und dementsprechend ist er auch nicht auferstanden. Dazu gibt es, glaube ich, soweit ich das gelesen habe bislang, keinen Vers im Koran dazu. So, das sind die beiden Dinge, diese beiden Boxen, was der Koran bestätigt und was der Koran verneint. So, und da sehen wir jetzt schon, dass der Koran in sich hat der Koran ein Dilemma oder ein Widerspruch in sich selbst. Ja? Weil das Evangelium und die Tora, die sprechen, also das Evangelium berichtet über die Kreuzigung von Jesus zum Beispiel, dass Jesus Gottes Sohn war. Und die Tora, werden wir nachher sehen, die kündigt das Ganze schon an. Ja? Das ist das, was die Tora ankündigt. Und der Koran sagt auf der einen Seite, ja, das Evangelium und die Tora sind inspiriert, erhalten und autoritär. Und auf der anderen Seite verneint der Koran eben diese Dinge, die Gottheit, die Kreuzigung und die Auferstehung. Ja, könnt ihr mir da folgen? Das heißt, es gibt einen Widerspruch im Koran in sich selbst. Nennt sich das islamische Dilemma, hat die Dana schon da eben angeschrieben. Gibt da auch ein paar interessante Videos dazu, kann ich euch gerne teilen. Die Links zu dem Thema, allerdings sind die alle auf Englisch. Ihr habt zwei Fotos bekommen von mir, die ihr euch mal kurz anschauen könnt, beziehungsweise nur das eine Foto, das ist so ein bisschen wie eine Postkarte von Jerusalem. Das ist ein Blick vom Ölberg, ja, vom Osten ins Zentrum von Jerusalem hinein. Und dort sehen wir ein paar Gebäude. Finde ich ganz interessant, darauf mal hinzuweisen und das zu verdeutlichen. Im Hintergrund sehen wir die Grabeskirche. Ja, das ist somit eine der wichtigsten Kirchen im Christentum. Und genau, an sich gilt Jerusalem als ein wichtiger Ort, als Geburtsort vom Judentum als auch vom Christentum. Im Vordergrund sehen wir dann den Tempelberg, ja, dieses Plateau, was auch künstlich aufgebaut worden ist. Und auf diesem Plateau sehen wir zwei Gebäude. Das eine Gebäude ist die, was wir links sehen, ist die Al-Aqsa-Moschee. Also es ist ein muslimisches Gebäude. Und das rechte Gebäude mit der goldenen Kuppel, das ist wahrscheinlich das, was die meisten von euch kennen, wenn sie halt ein Bild von Jerusalem sehen. Das ist so das prägnante Gebäude schlechthin. Und ich habe früher immer gedacht, das wäre ein christliches Gebäude. Ist aber nicht so. Das ist der Felsendom. Und der Felsendom ist auch ein muslimisches Gebäude. Und wenn ihr da mal reingehen würdet in dieses Gebäude, was nicht ganz einfach ist, gibt da ziemlich hohe Sicherheitsauflagen. Wenn ihr da reingehen würdet in den Felsendom, seht ihr in den inneren Säulengängen Verse vom Koran
in den Säulengängen stehen. Und dort sind unter anderem die Sure 112, Sure 1711 und Sure 471, die Suren, die ich eben gerade aufgeführt habe, in Bezug darauf, dass Gott keinen Sohn hat und dass Jesus nicht Gott ist. Diese Suren sind dort hinterlegt, beschrieben worden, ja, auf diesen Wänden. Und ich finde es einfach interessant, ja, weil wir, wie eben schon gesagt, wissen, Jerusalem, das ist so die Geburtsstätte vom Judentum, vom Christentum. Und dann kommt der Islam 600 Jahre später und baut dann eben im Laufe der Zeit auf mit die heiligste Stätte, den Tempelberg, da wo früher der Tempel Salomos gestanden hat, zwei Moscheen, ja, die Al-Aqsa-Moschee und den Felsendom. Und in dem Felsendom stehen eben diese Inschriften drin, wo steht: Gott hat keinen Sohn, Gott hat keinen Sohn, Gott hat keinen Sohn. Und ja, Sura 112. Also ich weiß nicht mehr genau, was Sura 112 sagt, aber auf jeden Fall, das Thema ist immer das gleiche. Gott hat keinen Sohn. Dementsprechend kann Jesus nicht Gottes Sohn sein. Ne? Deswegen ist es einfach für mich wichtig, am Anfang rauszustellen, das kannst du mal drunter schreiben, dass der Islam mit dem Christentum nicht kompatibel ist. Also Christentum ungleich Islam und Yahweh ungleich Allah. Ja, für uns Christen ist das Zentrum unseres Glaubens das Evangelium, das Kreuz. Und für das Evangelium ist fundamental wichtig, dass zum einen Jesus Gott ist, Gottes Sohn, dass er gestorben ist für unsere Sünden, das werden wir uns gleich nochmal anschauen natürlich, und dass er auferstanden ist, ne? Und der Koran verneint alle drei Aspekte vom Evangelium. Dementsprechend kann man eine Sache ganz sicher sagen: Islam und Christentum, egal was so viele Menschen heute sagen, mit dem Interfaith-Movement oder wie auch immer die ganzen Strömungen heißen, die versuchen einfach die verschiedenen Religionen zusammenzuführen. Wenn man Logik über Wunschdenken setzt, wird man zum Schluss kommen, dass der Islam nicht mit dem Christentum vereinbar ist. Ja, das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe, nicht zwei Seiten von derselben Münze. Und dementsprechend ist auch der Gott der Bibel, nicht der Gott vom Koran, ja. Da könnten wir jetzt tiefer einsteigen in die unterschiedliche Natur von Allah und von Yahweh. Das heißt, dass der Gott vom Koran eben ein einzelner Gott ist, das heißt eins im Wesen und eins in der Person. Und der Gott der Bibel ist eben ein dreieiniger Gott. Das heißt, er ist auch ein Wesen, eine Gottheit, aber eben drei verschiedene Personen. Das heißt, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Was übrigens auch viele Muslime nicht wissen, die sagen zum Beispiel, dass die Dreieinigkeit besteht aus Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Maria. Das ist interessant, aber hat natürlich nichts mit dem zu tun, was wir Christen glauben. Ja? Zumindest mal kenne ich keinen Christen, der das glaubt. Gibt ja auch die Bibel nicht so wirklich her. Genau, so viel dazu. Gibt es dazu erstmal Fragen? Wenn nicht, gehen wir schnell weiter. Und wir kommen zum Kreuz, sprich zum Evangelium. Das ist das erste Wort, dann noch, was du da eintragen kannst. Und eine schöne Definition, die ich finde, wie sie in der Bibel steht, für das Evangelium, finden wir in 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 4. Da sollte einer von euch, sollte, das bist du. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Genau, Dankeschön. Johannes, kannst du es wieder nehmen? Genau, was ist das Evangelium? Ich finde, das ist so mit das Evangelium in seiner Grundform. Ja, Paulus sagt, das ist das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Und das Evangelium in seiner Grundform ist, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, er ist begraben worden, er ist auferstanden. Und das Ganze in Übereinstimmung mit der Schrift. So, wenn man heute jemanden fragt oder jemandem das so sagt, dann wird wahrscheinlich, werden viele sagen, okay, was hat denn das bitte mit mir zu tun? Ja, wie kann der Tod, das Begraben sein und die Auferstehung von jemandem 2000 Jahre vor meiner Zeit gute Nachricht für mich sein? Weil das ist ja das, was Evangelium bedeutet. Es bedeutet gute Nachricht. Und
Deswegen betone ich immer sehr, dass man nicht über dieses Wort Sünde hinweglesen sollte, ja, weil das ist mit der Kern von dem Evangelium, dass es ein Problem gibt zum einen und es gibt für dieses Problem eine Lösung. Das schreibt die Dana jetzt schon da an, in die ersten beiden Felder, die da oben parallel laufen. Es gibt ein Problem, es gibt eine Lösung. Das Problem ist Sünde. Sünde ist etwas, was uns von Gott trennt. Dafür haben wir zwei weitere Bibelverse. Das ist einmal Römer 3, 23 und Römer 6, 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Genau. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Genau, das waren zwei sehr kurze und prägnante Verse. Römer 3, 23, Römer 6, 23. Wir alle verfehlen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten, weil wir eben gesündigt haben. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und der Lohn der Sünde ist der Tod heißt nicht nur, dass eines Tages unser Herz aufhört zu schlagen, dass unser Gehirn aufhört zu funktionieren, dass unsere Lungen aufhören sich zu füllen. Es geht eigentlich darum, dass wir dann auf Ewigkeit von Gott getrennt sind. Ja? Das ist an sich der, wie auch die Bibel das nennt, der zweite Tod. Und das ist einfach wichtig, dass voranzustellen, eben dieses Problem, dass es dieses Problem gibt von der Sünde, etwas, was uns fundamental von Gott trennt. Gott ist heilig und Gott kann nicht in Gemeinschaft sein mit Sündern oder mit Sünde. Ja? Finde ich, sieht man sehr, sehr anschaulich am Sündenfall. Ja? Das heißt, Adam und Eva haben eine Sünde begangen und die Sünde war noch nicht mal wirklich aus unseren Augen vielleicht gravierend. Ja, die haben niemanden ermordet. Die haben einfach nur Gott nicht gehorcht. Und Gott hat gesagt, okay, ihr könnt nicht mehr in meiner Gegenwart sein. Ihr könnt nicht mehr mit mir Gemeinschaft haben. Da uns aber Gott eben für Gemeinschaft geschaffen hat, das lesen wir auch zum Beispiel in Genesis, im ersten Buch Mose, hat Gott eben einen Plan gehabt, wie er uns wieder zu sich selber vereinen kann. Ja, und das ist dann eben die Lösung, die wir sehen, dass ist das Wort Sühnung. Sühnung. Dazu können wir jetzt lesen Johannes 3, 16 und Epheser 2, die Verse 8 bis 9. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Lesen wir gerade noch die zweite Stelle, Epheser 2, 8, Vers 9, direkt hinterher. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Genau. Also Johannes 3, Vers 16 sagt, Gott hat seinen Sohn gegeben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ja, das heißt, das ist die Lösung für unser Problem, Jesus. Und wir wissen, in welcher Weise Gott seinen Sohn gegeben hat. Er hat ihn für uns ans Kreuz gehen lassen, dass er eben dort am Kreuz unsere Sünden auf sich nimmt. Und dann Epheser 2, Vers 8 bis 9, das nehme ich noch mit rein, weil ich finde, es ist wichtig, dass man aufzeigt, okay, es ist nicht aufgrund von Werken, dass wir gerecht werden von Gott, sondern aufgrund von Gnade und Glauben. Ja? Oder Glaube und Gnade, so rum ist es. Ne? Glaube und Gnade. Ist auch insbesondere wichtig bei Muslimen, das zu erwähnen, weil der Koran verweist immer wieder auf Werke. Ja? Also halt von den Muslimen, wo hinterher die Waage schwer ist oder die Waage leicht ist von den guten Taten. Ja? Also es geht darum, man braucht mehr gute Taten als schlechte Taten. Und das ist mit einem Kriterium, an dem man eventuell dann von Gott akzeptiert wird oder nicht. Ja? Also Muslime haben an sich keine Heilsgewissheit. Sie wissen das bis zum Schluss nicht. Das Thema Erlösung oder wie man vor Gott gerecht wird im Islam ist auch ein Thema, was nicht so ganz einfach zu ergründen ist. Ja? Aber das ist eben, wie gesagt, auf jeden Fall ein Aspekt, wo man das Ganze bei Muslimen mal ansprechen kann, ansprechen sollte, dass wir aus Gnade und aus Glaube allein gerechtfertigt sind. Was natürlich nicht heißt, dass wir dann einen Freischein für die Sünde haben, weil das haben viele Muslime dann im Kopf. Da kann man dann halt weiter ins Gespräch einsteigen und sagen hier, wir sind gerettet für etwas. Wir sind gerettet worden, um
ein heiliges Leben zu leben, um eben das zu erfüllen, was dann Römer 3, 23 anzeigt. Okay, wir sollten eigentlich die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln in der Schöpfung. Wir sollten an sich die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Genau, so viel dazu. Links sehen wir noch einen Satz, den ich drunter geschrieben habe. Am Kreuz treffen sich Gottes Punkt, Punkt, Punkt und Gottes Punkt, Punkt, Punkt. Fängt beides mit G an. Kann das jemand erraten, was das sein wird? Gerechtigkeit und Gnade. Perfekt. 100 Punkte. Am Kreuz treffen sich Gottes Gnade und Gottes Gerechtigkeit. So, und wie ich mir das merke, ist ganz einfach, wir haben zwei Worte, Gnade und Gerechtigkeit. Gnade ist ein kurzes Wort und wir haben von dem Kreuz den kurzen Balken. Ja? Kurzer Balke, Jesus hängt am Kreuz für unsere Schuld und es sieht so aus, als wenn er die ganze Welt umarmt. Ja? Das lesen wir immer wieder, dass Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Dass jeder Mensch, egal welche ethnische Herkunft, welche Hautfarbe, vollkommen egal, Gott möchte jeden Menschen retten. Ja? Und dieses ausgestreckt sein von Jesu Arm am Kreuz ist so ein bisschen, was Gottes Gnade repräsentiert. Ja? Kurzer Balken und ein kurzes Wort Gnade. Ja? Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass wir eben den langen Balken haben, den vertikalen Balken. Und der repräsentiert die Gerechtigkeit. Das lange Wort, Gerechtigkeit. Ja? Es gibt für uns keine Gnade außerhalb davon, dass jemand für uns die Schuld trägt. Ja? Jemand musste den Preis bezahlen. Gott ist ein heiliger Gott und Gott kann nicht einfach über Sünde hinwegsehen. Und dementsprechend hat Jesus dann freiwillig gesagt, okay, ich gehe ans Kreuz und ich nehme die Schuld der Menschen auf mich. Und Gott hat eben an dem Kreuz Gerechtigkeit verübt und eben auch Gnade. Deswegen am Kreuz treffen sich Gottes Gnade und Gottes Gerechtigkeit. Genau, und dann noch eine Sache, die ihr seht auf dem Handout und auch hier an der Tafel, da ist ein Sternchen über dem Wort Sühne. Ja? Da steht dann wichtig, Jesus konnte unsere Schuld nur auf sich nehmen, weil er Punkt, Punkt, Punkt war. Weiß jemand, was da stehen sollte? Heilig, sündlos, genau, aber sündlos ist das Wort, was ich eigentlich suche, weil er sündlos war. Ich habe eben schon erwähnt, dass den Sündenfall, ja, Adam und Eva haben eine Sünde begangen und die war noch nicht mal irgendwie in unseren Augen gewaltig, ja, die haben niemanden umgebracht oder ähnliches und Gott sagt, okay, ich kann mit euch keine Gemeinschaft mehr haben. Das heißt, Gott ist ein heiliger Gott, Gott akzeptiert keinen Standard außerhalb von Heiligkeit. Und im Neuen Testament wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Jesus schuldlos war. Und im Alten Testament wird das Ganze auch schon vorausgeworfen durch die Tatsache, dass die Israeliten, wenn sie für ihre Sünden Opfer bringen mussten, die Tiere mussten makellos sein. Die durften nicht behindert sein, also die durften nicht irgendwie verkrüppelt sein, blind sein, was auch immer, sondern die mussten perfekt sein. Das ist schon so etwas, was so ein bisschen das Ganze vorauswirft oder ankündigt, dass später mal eben dieses perfekte Opfer kommen würde, Jesus, der auch makellos sein würde, aber eben nicht in körperlicher Form, sondern eben in seelischer, geistiger Form. Ja? Das heißt, dass er eben heilig sein würde, dementsprechend wäre er aus sich selbst heraus, aus seinen Taten heraus, vor Gott gerecht. Und dementsprechend konnte er unsere Schuld auf sich nehmen. Ja, hätte niemand anders von uns machen können. Wir sind alle Menschen. Und wir haben vorhin gelesen, Römer 3, 23, jeder Mensch hat vor Gott gesündigt. Jeder. Und dementsprechend, Jesus ist der Einzige, der unsere Schuld auf sich nehmen konnte. Und das nur, weil er sündlos war. Gut, so viel dazu. Jetzt geht es in Richtung von dem Projekt das Kreuz in Genesis 22, wo wir uns dann auch grundlegend mal das Prinzip anschauen werden, wie wir Jesus in der Tora finden. Ihr müsst jetzt das Handout einmal 90 Grad nach links drehen. Ja? Das, was wir gerade gemacht haben, das ist einfach Grundlagenwissen, eben jetzt dann wichtig ist für das, was kommt. Und wir schauen uns jetzt erstmal das fundamentale Prinzip an, was uns gleich helfen wird, Jesus eben in der Tora zu finden. Und dann machen wir eine kleine Pause. Ja? Die erste Box, da steht, Jesus sagte.
Jesus hat sehr viel gesagt, aber ich will natürlich auf einen speziellen Satz hinaus. Jesus hat gesagt, ich bin in der Tora. Ja, es gibt da mehrere Bibelstellen. Ich habe mal zwei rausgesucht für euch. Das ist einmal Johannes 5, 39 bis 46 und einmal Lukas 24, 25 bis 27. Wer hat von euch Johannes 5, 39 bis 46? Ja, du hast Glück oder auch nicht Glück. Wir werden das nicht lesen, weil es zu lange dauert. Aber könnt ihr zu Hause nochmal nachvollziehen? Johannes 5, 39 bis 46 ist eine Passage, wo Jesus zu den Pharisäern spricht. Ja? Und er sagt, ihr setzt eure Hoffnung auf Mose, aber wenn ihr Mose glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben, weil Mose hat über mich geschrieben. Was hat Mose geschrieben? Die Tora, die ersten fünf Bücher Mose. Die zweite Passage, Lukas 24, 25 bis 27, das ist dann, wer liest das? Lüdi? Mhm. Genau, kurz vorher zum Kontext. Das ist schon nach der Kreuzigung und das ist dann die Geschichte, wo Jesus mit den beiden Jüngern nach Emmaus geht. Das sagte Jesus zu ihnen, seinen Jüngern, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Genau, er begann bei Mose, nicht erst bei den Propheten. Bei den Propheten, da fällt wahrscheinlich einigen von uns sofort gewisse Passagen ein aus Jesaja 53 oder Micha auf Deutsch, ne? Ich denke mal Micha, also Micha auf Deutsch, gibt ja viele direkte Prophezeiungen, zum Beispiel, wo der Messias geboren werden würde, wann er geboren werden würde, was er tun würde und so weiter. Ja? Aber Jesus sagt auch, er fängt mit Mose an, er fängt mit der Tora an und sagt, ich bin dort drin enthalten. Und ich hab mir dafür nie drüber Gedanken gemacht, ich habe das einfach so hingenommen und gedacht, ja. Also ich habe gar nichts gedacht. Ich habe mir das nie wirklich Gedanken darüber gemacht. Und wenn man sich jetzt dann aber in Erinnerung ruft, dass Jesus sündlos sein musste, um unsere Schuld auf sich zu nehmen, dann bekommt dieser Satz auf einmal eine ziemlich prägnante Bedeutung. Ne? Weil wenn Jesus sagt, ich bin in der Tora und er ist nicht in der Tora, hätte er gelogen. Und das heißt, laut 2. Buch Mose, Kapitel 20, 10 Gebote, wo steht, wir sollen nicht falsch Zeugnis reden, wir sollen nicht lügen, wäre Jesus dann nach seinem eigenen Gesetz nicht mehr sündfrei. Das heißt, an sich müssen wir Jesus in der Tora finden, ansonsten ist unser Glaube, zumindest mal was das Evangelium anbelangt, haltlos oder untergraben, könnte man sagen. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass wir Jesus in der Tora finden. Natürlich nicht auf Biegen und Brechen, sondern einfach nur dort, wo er auch wirklich ist. So, das zweite Feld ist eine Frage, wo ist er? Ja, wir fragen uns jetzt, wo ist Jesus in der Tora? Und die Kopfnote, die habe ich eben schon erwähnt gehabt, ne? Es ist wichtig, dass wir Jesus finden. Wenn Jesus nicht in der Tora ist, dann Jesus gleich Lügner, gleich Sünder, gleich Evangelium durchgestrichen. Ja? Also das Evangelium wäre damit untergraben. Und bevor wir jetzt die Pause machen, schauen wir uns kurz das Schattenprinzip an. Das Schattenprinzip ist das Prinzip, was uns helfen wird, Jesus zu finden in der Tora. Und dann lesen wir zuerst Kolosser 2, die Verse 16 bis 17. Niemand soll euch also Vorhaltung machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hat und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Genau, das schreibt Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Und er sagt zu denen, okay, alles das, was, also nicht alles, aber vieles von dem, was ihr eben im Alten Testament findet, also in der Tora zum Beispiel, ja, zum Beispiel die religiösen Feste, der Sabbat, das sind alles nur Schatten von dem, was später in Jesus Wirklichkeit werden würde. So, das ist das Schattenprinzip. Und bildet mit die Grundlage, die biblische Grundlage für dieses Prinzip. Aber natürlich
aus dem Prinzip der Bibel heraus, dass wichtige Dinge aus dem Mund von zwei oder mehr Zeugen bestätigt werden müssen, wäre es natürlich gut, wenn wir noch mehr Bibelstellen dazu finden, die eben darüber reden, dass dieses Prinzip auch wirklich ein legitimes Prinzip ist. So, und die zweite Stelle, die ich hier einfach anführen möchte, ist der gesamte Hebräerbrief. Wenn man den Hebräerbrief liest, wird man merken, dass ständig dieser Vergleich gemacht wird zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Und ständig wird gesagt, dass Jesus besser ist. Jesus ist der bessere Prophet wie Mose. Jesus ist das bessere Opfer. Er ist der bessere Prophet. Er ist der Vermittler eines besseren Bundes. Habe ich mit Sicherheit noch was vergessen, ja. Aber ständig wird eben zwischen dem alten und dem neuen Bund verglichen. Und ständig wird gesagt, dass Jesus besser ist. Also Jesus ist sozusagen die Realität, die Substanz. Und das, was eben früher gekommen ist, das ist eben nur ein Schatten von dem Ganzen. Dass das ganze Prinzip auch legitim ist, zeigt, dass zum Beispiel Petrus dieses Prinzip benutzt und Jesus selbst. Ja, da werden wir heute nicht drauf eingehen, aber wenn wir uns nochmal Numbers anschauen würden, das heißt das vierte Buch Mose, seht ihr hier oben, das heißt das vierte Buch Mose Kapitel 21, dort sehen wir, dass Jesus selber dieses Prinzip verwendet. Ja, und zwar in Johannes Kapitel 3, wo er mit Nikodemus spricht und sagt, nee, werden wir jetzt nicht drauf eingehen, wir haben nicht die Zeit dafür. Aber auf jeden Fall, das zeigt schon mal, dass dieses Prinzip auf jeden Fall legitim ist. Um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen für uns, habe ich mir ein Beispiel ausgedacht. Und zwar das Beispiel, wenn man sich für ein Visum bewirbt. Ja? Hat das schon mal jemand von euch gemacht? Ein Visum? Ja. Also ein, ja, also ein Visum ist ja an sich die Erlaubnis von einem Land, dass man eben das Land bereisen darf und dass man für einen gewissen Grund dort bleiben darf, für eine gewisse Zeit. Genau, und ich bin 2018, 2019 einmal um die Welt gereist und ich musste einige Visumsanträge ausfüllen und die unterscheiden sich eigentlich immer. Es gibt immer unterschiedliche Fragen, die gestellt werden, aber eine Sache ist immer gleich und zwar, es wird niemals nur nach dem Namen gefragt. Ja, aus einem ganz einfachen Grund, weil der Name nicht eindeutig ist. Mein Name zum Beispiel, das heißt mein Vorname Matthias und mein Nachname sind nicht eindeutig. Es gibt mindestens mal eine Person, die den gleichen Namen hat wie ich. Das weiß ich als ein Fakt. Ja. Ich weiß, dass es noch eine Person gibt, die genauso heißt wie ich. Und dementsprechend wird im Visumsantrag nach ganz vielen Details gefragt. Ja, zum Beispiel Vorname, Nachname. Wann bist du geboren worden? Wo bist du geboren worden? Was hast du gemacht, bevor du hierher gekommen bist? Welche Länder hast du bereist? Bist du irgendwann mal auffällig geworden durch Straftaten? Oder was hast du vorher beruflich gemacht? Das sind alles Informationen, die dich als Person irgendwann als Individuum dastehen lassen. Das heißt, du kannst nicht mehr verwechselt werden. Und das ist genau auch das, was das Schattenprinzip eigentlich machen möchte, ja? Das Schattenprinzip oder vielmehr das Alte Testament weist auf den Messias hin. Das ist kein christliches Gedankengut, das ist ein jüdisches Gedankengut. Die Juden haben den Messias erwartet. Es gibt immer noch Juden, die auf den Messias warten. Und um diesen Messias anzukündigen, wäre es einfach mal fatal gewesen zu sagen, es wird jemand kommen, der heißt Jesus und ist aus Nazareth. Weil es gab zu dieser Zeit, vor 2000 Jahren, wo der wirkliche Messias, Jesus, auf dieser Welt war, hier gewandelt ist, gab es mit Sicherheit mehr als einen Jesus von Nazareth. Ja, mit Sicherheit. Und dementsprechend hat Gott sich dieses, das ist meine Interpretation, hat sich dieses Schattenprinzip ausgedacht und ganz viele Hinweise im Alten Testament gegeben, also in der Tora, in den Propheten, in den Schriften, um einfach zu zeigen, hier, das ist der Messias. So wird der Messias sein. Da sind ganz verschiedene Aspekte erwähnt, wie vorhin schon erwähnt. Wo wird er geboren werden? Wann wird er geboren werden? Was wird er tun? Und so weiter und so fort. Genau, ich hoffe mal, dass dieses Beispiel von
dem Visumsantrag einfach euch dabei ein bisschen hilft, das Ganze zu verinnerlichen und zu verstehen, was das Schattenprinzip an sich zum Ziel hat. Es hat zum Ziel, dass eben der Messias, wenn er kommen würde, eindeutig erkannt werden würde von den Leuten, die wirklich auf ihn warten. Genau. Wir machen jetzt kurz Pause und machen dann gleich weiter mit Genesis 22. Wie gesagt, ich hoffe mal, ihr habt das gelesen. Wir werden das nicht nochmal lesen. Und ja, erstmal hier zu fragen.